Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. Wir haben gerade die 10.000 Abonnentenmarke durchbrochen, was mich sehr freut, denn mindestens 10.000 Leute haben jetzt gesagt, dass sie meine Visage zweimal im Leben sehen möchten und dafür möchte ich einmal Danke sagen. Und aus Gründen der Transparenz möchte ich euch heute einmal zeigen, wie hoch eigentlich mein YouTube-Stundenlohn ist. Also seht ihr in diesem Video, wie viele Stunden ich in YouTube investiere und auch wie viel ich mit YouTube verdiene. Und das kombiniert ergibt dann irgendwo einen Stundenlohn. Und da würde ich sagen, das schauen wir uns nochmal an und ich habe da schon was vorbereitet. Aber erstmal ein paar Dinge in eigener Sache. Ich habe schon oft verlauten lassen, dass ich es mir vorstellen könnte, irgendwann meinen normalen Job aufzugeben und dann Fulltime YouTube zu gehen. Aktuell ist es so, dass ich einen Halbtagsjob habe, wo ich 20 Stunden am Tag arbeite. Wow. Aktuell ist es so, dass ich einen Halbtagsjob habe, bei dem ich 20 Stunden pro Woche arbeite und ungefähr jeden Tag eine Stunde Wegzeit, also hin und zurück insgesamt eine Stunde Wegzeit habe. Das ist meine fixe Einnahmequelle, die ich quasi als Backup habe. Und dann habe ich halt noch das, was ich mit YouTube verdiene. Und dann habe ich noch ein paar Immobilien, wo auch ein bisschen Geld reinkommt. Allerdings noch nicht so viel, dass man davon leben kann. Falls euch das interessiert, dann schaut gerne mal auf dem Zweitkanal vorbei. Naja, jedenfalls könnte ich mir vorstellen, irgendwann mal diesen fixen Job aufzugeben und zu sagen, ich möchte Fulltime YouTube gehen. Ob es soweit ist, das sehen wir dann in diesem Video. Um einen YouTube-Stundenlohn ausrechnen zu können, muss man natürlich irgendwo die Stunden erfassen, die man für YouTube aufbringt. Ich meine, bei der Arbeit ist es relativ einfach. Das sind 4 Stunden am Tag plus eine Stunde Wegzeit sind 5 Stunden am Tag, sind tot. Sprich, 25 Stunden in der Woche für meinen festen Arbeitsjob. Bei YouTube ist das ein bisschen schwieriger zu erfassen, aber es ist möglich. Ich habe dazu ein Programm und das zeige ich euch mal kurz hier am Bildschirm. Und zwar ist es das Programm Working Hours. Damit erfasse ich aktuell nicht nur meine YouTube-Zeiten, sondern meine Arbeitszeiten, also für den normalen Job, meine Hausarbeitszeiten und auch wie viel Sport ich mache. Wie lange ich das mit den Hausarbeiten und dem Sport noch mache, weiß ich nicht. Ich mache es jetzt aktuell aus statistischen Zwecken, damit ich am Ende des Tages einmal eine Übersicht habe, wo überhaupt meine Zeit hinfließt. Weil ich nicht immer Bock habe, wenn ich sage, ich bügele oder ich putze die Küche, dass ich die Stunden festhalte, macht ja auch irgendwo keinen Sinn. Für YouTube habe ich mir ein System überlegt, womit ich jetzt im Prinzip genau sagen kann, so und so viele Stunden habe ich mit einem Video verbracht. Dazu haben die Videos bei mir Projektnummern und nach diesen Projektnummern kann ich filtern. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, das Video mit der Nummer 386, das war Windows 10 und Windows 11 im Vergleich, da bin ich noch nicht mit fertig. Wenn ich das hier oben in dem Filter eingebe, kann ich genau sagen, so und so viele Stunden habe ich schon damit verbracht. Und wenn ich das noch ein bisschen weiter aufdrösel, habe ich zu diesen einzelnen Punkten, wo ich an diesen Projekten arbeite, auch immer noch einen Tag, der mir jetzt sagt, was ich da im Prinzip gemacht habe. Entweder habe ich geskriptet, gedreht, geschnitten oder halt SEO-Optimierung, das ist der YouTube-Upload mit allen Fehlerfans, was dazugehört. Ich halte auch fest, wie viel Zeit ich für die Community aktuell aufbringe. Das heißt, wenn ich Kommentare beantworte. Das erfasst also meine Zeiten und am Ende des Monats kann ich in die Analyse hier oben gehen. Dann sehe ich genau, ich habe jetzt hier die Wochenansicht für KW42. Dann sehe ich genau, wie viele Stunden habe ich denn am Tag verbracht mit. Hier unten seht ihr es hier. Das ist YouTube, das sind die Hausarbeiten, das ist die normale Arbeit. Hier war ich beim Sport und ich habe noch was für meine Immobilien gemacht. Und genau so kann ich das jetzt hier aufdröseln. Das geht für Wochen, das geht aber auch für den ganzen Monat. Genauso gut kann ich das hier für ein Jahr machen. Und hier seht ihr schon einen ganz krassen Einbruch, nämlich bei Hausarbeiten, Arbeit und YouTube im April. Das liegt daran, dass Ende März unser Sohn geboren wurde und ich hier im April Elternzeit hatte und da im Prinzip gar nichts gemacht habe. Ich habe nur ein paar YouTube-Kommentare beantwortet und sonst gar nichts. Und ich habe auch nicht festgehalten, wie viel ich da an Zeit für Hausarbeiten brauche, weil das ist abnormal. Nichtsdestotrotz, im Mai ging es weiter und so kann ich jetzt hier quasi jeden Monat sehen, wie viele Stunden habe ich denn für YouTube gearbeitet. Da sehen wir hier zum Beispiel, im Januar war ich sehr aktiv, da habe ich knapp 46 Stunden an YouTube dran gesessen. Und all diese Zeiten, die kann ich natürlich auch exportieren und das habe ich gemacht und in einer Excel-Tabelle niedergeschrieben. Jetzt, wo ich die Stunden weiß, muss ich natürlich noch wissen, wie viel habe ich denn in einem Monat überhaupt mit YouTube verdient. Aktuell verdiene ich mit YouTube Geld bei AdSense, also Werbung, die vor, in und nach meinen Videos läuft. Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr da irgendwas kauft über die Links, die ich da unten einfüge, dann kann es sein, dass ich da eine Provision für kriege. Das seht ihr auch immer in der Videobeschreibung. Wenn da ein Link mit einem roten Pin ist, dann ist das ein Affiliate-Link. Und wenn ihr darüber kauft, dann bekomme ich eine Provision. Ihr habt den Vorteil, dass ihr halt den direkten Link zu dem Produkt habt. Und der Hersteller hat halt auch was davon, weil der halt das Ding verkauft. Das ist für euch nicht teurer, das bringt halt nur mir eine Einnahmequelle mehr, zusätzlich zu den AdSense-Einnahmen. Ansonsten kann man natürlich noch mit YouTube-Projekten Geld verdienen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller auf dich zukommt und sagt, hör mal, möchtest du nicht ein Video machen, dafür geben wir dir so und so viel Geld und dann kriegt man so und so viel Geld für dieses Video. Das passiert bei mir allerdings so gut wie nie. Ich glaube, das ist in 6,5 Jahren bis jetzt einmal vorgekommen und so viel Geld war das auch nicht. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, um diese Werte miteinander zu vergleichen, also in Relation zu setzen, zum einen die Stunden, die ich im Monat geleistet habe und das Geld, was reingekommen ist, weil
AdSense-Einnahmen kommen immer einen Monat mit Zeitverzögerung bei mir an und Affiliate-Einnahmen kommen schon mal ein, zwei oder drei Monate mit Verzögerung an. Und deswegen kann man das nicht so genau nachhalten, wie viel Geld man jetzt tatsächlich in diesem Monat mit den geleisteten Stunden bei YouTube verdient hat. Ich habe es mir deshalb einfach gemacht und alles, was bei mir im Monat Mai zum Beispiel jetzt an Geld reingekommen ist, ist das, was ich mit YouTube verdient habe, egal wie viele Stunden ich da gemacht habe. Ja, und all diese Sachen habe ich niedergeschrieben in dieser Excel-Tabelle. Ich erkläre euch kurz diese Tabelle. Also hier links sind die Monate, das ist Januar, Februar, März. Und in Spalte B sind sämtliche AdSense-Einnahmen. Also das, was ich im Monat Januar hier zum Beispiel ausgezahlt bekommen habe, ist eigentlich das Geld, was ich im Dezember verdient habe. Aber hier steht es bei mir im Januar. Die Affiliate-Einnahmen, die ihr hier seht, das ist meistens das, was von Amazon kommt, kann aber auch von irgendeinem anderen Affiliate-Partner was sein. Das heißt, das hier ist die Summe von allen Affiliate-Partnern, die ich aktuell habe. Und wenn ich jetzt die AdSense-Einnahmen und die Affiliate-Einnahmen und die Aufträge miteinander addiere, dann bekomme ich einen Wert und das ist der Wert, den ich im Monat für mich mit YouTube verdient habe. Und geleistete Stunden setze ich dazu in Relation daneben. Das heißt, im Monat Januar habe ich 772,51 € mit YouTube verdient und ich habe insgesamt 46,18 Stunden gearbeitet für YouTube. Also mit Videos drehen, schneiden, Kommentare beantworten, SEO-Optimierung und Skripten. Und sogar die Recherche ist damit drin. Also das ist die komplette Arbeitszeit, die ich für YouTube aufgebracht habe, neben meinem normalen Job. Im Prinzip ist das ja eine ganze Arbeitswoche, wenn man so möchte. Und wenn ich jetzt die Gesamteinnahmen durch die geleisteten Stunden im Monat Januar teile, dann bekomme ich hier rechts einen Stundenlohn. Das habe ich jetzt für die ganzen Monate gemacht. Im April sieht natürlich super aus hier, weil ich da, wie gesagt, gar nichts gemacht habe, aber dennoch Einnahmen reingekommen sind. Und das ist das Schöne an YouTube. Arbeit, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, also weit, weit in der Vergangenheit, bringt euch heute immer noch Geld ein. Im Prinzip ist es quasi passives Einkommen, weil Videos, die auf YouTube sind, werden nun mal geguckt, ob die jetzt von heute, gestern oder vorgestern oder von vor 2 Jahren sind. Die werden heute immer noch geguckt, wenn sie Relevanz haben. Und das ist tatsächlich bei vielen Videos von mir der Fall, dass sich um Tutorials handelt, die immer wieder gesucht werden. Also der April ist hier ein kleiner Ausrutscher, weil ich, wie gesagt, Elternzeit hatte. Und deswegen ist der Stundenlohn mit 6 geleisteten Arbeitsstunden, was im Prinzip eigentlich auch keine Arbeit war, weil ich nur Kommentare beantwortet habe, mit 100 € doch recht hoch. Und wenn ich jetzt hier diese Stunden für das ganze Jahr sehe und einfach einen Mittelwert daraus ziehe, das hier rechts ist jetzt quasi der Stundenlohn, den ich im Mittel verdient habe 2021 mit YouTube, also von Januar bis ungefähr Ende Oktober. Und die Frage, die ich mir jeden Monat aufs Neue stelle, ist, lohnt es sich jetzt für mich, Vollzeit YouTube zu gehen und das Risiko einzugehen, dass mir jetzt eine Einnahmequelle, die mir monatlich fixes Einkommen bringt, aber auch unglaublich viel Zeit kostet, gebe ich die auf und mache Vollzeit YouTube und verdiene dann damit mein Geld. Ich sag mal, wenn ich jetzt mehr Stunden in YouTube reinbutter, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass ich automatisch sofort mehr verdiene. Das ist dann in der Zukunft wird es dann vielleicht so sein, dass diese Videos dann in der Regel geguckt werden und generell mehr Abonnenten dazukommen und das ganze Ding dann ins Rollen bringen. Also mein Ziel ist es definitiv, das irgendwann zu tun. Das hat nicht nur den Vorteil, dass ich dann mein eigener Herr bin und nicht das tun muss, was man mir morgen sagt, was ich zu tun habe, sondern dass ich frei über meinen Tag entscheiden kann, was, wann und wo und wie. Und überhaupt, wie ich das mache. Die feste Arbeit hat zwar diesen Vorteil, dass man, wie gesagt, ein fixes Einkommen hat, aber es nervt einfach abnormal, jeden Tag immer wieder ins Büro fahren zu müssen, auch wenn man gar keine Lust hat. Du musst dich mit deinen Kollegen absprechen, wann und wie du Urlaub hast. Dann kommt es immer mal wieder zu Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten. Es ist so, dass man immer mal wieder mit dem Chef aneinander gerät, wenn man vielleicht irgendwie meint, anders geht's besser oder er hat komische Ansichten, das haben Chefs manchmal so an sich. Ich meine, wenn man jetzt nochmal in diese Analyse geht und sieht, wie viel ich eigentlich für YouTube arbeite, YouTube ist hier unten das Rote und die Arbeit hier oben, also meine fixe Arbeit, das ist das Gelbe. Wenn man das jetzt mal in Relation sieht, ich bin ja doppelt so lange auf der Arbeit, wie ich für YouTube arbeite. Und wenn ich jetzt diese Arbeitszeit, die ich hier auf der Arbeit verbringe, in YouTube reinstecken würde, dann, liebe Leute, würde ich ganz schön Content produzieren. Wenn ich mich aktuell zusammenreiße und Videos produziere, und zwar täglich, dann kann ich so ungefähr 3-4 Videos pro Woche produzieren. Auch in so einer Qualität, dass sie halt gescheit sind. Ja, und da bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sage, weiß ich nicht. Ich sag mal, zum Leben brauche ich ungefähr netto, müssen es so 1.500 € sein, die ich habe. Dann komme ich über die Runden und dann ist alles bezahlt und gedeckelt, ohne dass ich da jetzt in Schwierigkeiten komme. Also die muss ich aber doch tatsächlich netto haben. Weil das, was ihr hier gesehen habt, meine ganzen Einnahmen, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist alles vor Steuer. Das heißt,
hier auf diese Einnahmen muss ich noch Steuern bezahlen. Da kann man zwar ein paar Sachen von absetzen, wie zum Beispiel hier Equipment, diesen Kamera, diesen Mikrofonarm hier, den ich hier habe, oder meine Kamera oder so, das kann man alles von der Steuer absetzen, aber letztendlich muss ich auf diese Beträge hier noch Steuern bezahlen und halt auch reinvestieren in den Kanal. Das heißt, es ist ja nicht so, dass dieses Geld hier tatsächlich 1:1 in meine Tasche fließt. Beziehungsweise, wenn ich es so machen würde, würde ich mich wahrscheinlich am Ende des Jahres umgucken, wenn ich Steuern bezahlen müsste und muss. Ja, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Was meint ihr? Lohnt es sich für mich jetzt schon aktuell Vollzeit YouTube zu gehen? Oder sagt ihr, warte noch ein bisschen und versuch's dann nochmal? Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich die Grenze auch irgendwo, wenn ich sage, ich verdiene 1000 Euro netto, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt habe ich halt ein paar Monate höhere Ausgaben, aber dann habe ich halt auch Zeit, gescheit hier in diesen Kanal zu investieren. Schreibt mir dazu mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare und auch, ob euch das hier überhaupt interessiert, was ich gerade erzählt habe. Denn dies war das 10.000 Abonnenten-Special. Ich möchte nochmal Danke sagen dafür, dass ihr diesen Kanal abonniert habt und ich freue mich natürlich auf das nächste Video. Und wenn ihr nicht auf das nächste Video warten wollt, dann schaut euch doch dieses Video hier an. Und ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Haut rein, bis dahin, ciao.